So Leute, willkommen zurück zu Pokémon White 2. In diesem Part machen wir den World Cup, das World Tournament, wie auch immer auf Deutsch Weltturnier, Welttournament, nee, nicht Welttournament, ist ja auch egal. Und ich packe meinen Koffer und nehme mit unsere Changmyeong Smiley, die hat jetzt einen Drachenzahn, damit wir Shell auch mitnehmen können und als drittes nehmen wir den Kuhn nehmen wir mal mit. Ich habe mir jetzt nicht großartig Gedanken darüber gemacht, was für Pokémon ich mitnehme. Schließlich können wir gegen alle Arenaleiter aus allen 5 Regionen antreten und da macht es nicht so viel Sinn, sich großartig Gedanken darüber zu machen. Okay, wir treten jetzt erst einmal gegen DJ Bob, ne, nicht DJ Bob, sondern Major Bob an. Und mal schauen, wir haben eigentlich, ja, Shell hat jetzt nicht so große Chancen mit Major Bob, aber Changmyeong Smiley und Lucario sollten doch ein bisschen was ausrichten können gegen Major Bob. Mal schauen, ob es auch so wird oder nicht. Ich bin mal gespannt. Okay, fängt mit Raichu an. Und ich fange mit unserer Changmyeong Smiley an. Gut, ich muss eigentlich direkt mit Erdbeben angreifen. Ich könnte natürlich Drachentanz einsetzen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass er erstmal Fake halt, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich gedacht, dass er Donnerwelle einsetzt. Mist. Okay. Komm, treff. Ja, sehr schön. Triff, besser gesagt, nicht treff. So, damit haben wir Raichu besiegt. Unsere Changmyeong Smiley ist aber leider paralysiert. Das ist nicht so gut. Magnezone. Okay, sehr gut. Ja. Erdbeben klappt jetzt nicht, oder? Ne, Erdbeben klappt nicht, da er Air-Balloon hat. Nein. Verdammte Axt. Okay. Wisst ihr was? Wir wechseln aus zu Kuhn. Das mache ich eigentlich nicht oft, Pokémon auswechseln. Aber in diesem Fall hat Changmyeong und Smiley keine Chance. Flash Cannon sollte eigentlich absolut nichts wegziehen. Ich hoffe auch mal, es ist so. Oh, hat doch einiges weggezogen. Okay. Wollen wir es riskieren? Nee, einfach Close Combat. Ich habe kurz darüber nachgedacht, erstmal Schwertanz einzusetzen und dann, verdammt, Robustheit. Robustheit. Verdammte Axt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Damit ist Kuhn auch besiegt. Schisto Misto. Gut, Shell muss das jetzt regeln. Ja, ich weiß, Shell ist jetzt nicht unbedingt so die beste Wahl gegen Elektro-Pokémon, aber sie sollte schneller sein als Magnezone und, ja, okay, Elektroball. Mal schauen. Vielleicht können wir ja was ausrichten gegen dieses Elektroball, ist jetzt erstmal doppelt gemein. Okay, kein Problem, solange wir treffen. Yes, sehr gut. Was wird es sein? Do it, KO. Tuitkill, komm noch einmal treffen. Signal hat keine Elektroattacken. Yes, sehr gut. Puh, also ihr dürft die Trainer hier auf keinen Fall unterschätzen, denn sie sind, also sie sind wirklich nicht von schlechten Eltern. Und wenn man halt mal einen falschen Move macht, dann kann man ganz schön schnell verlieren. Ist auch keine Schande hier zu verlieren. Ja, ich sag das natürlich für den Fall, dass ich verlieren sollte, dass ich mich so in Sicherheit wiegen kann, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, wir kämpfen gegen Giovanni. Gegen ihn wollte ich unbedingt kämpfen. Und ich finde es richtig gut, dass wir gegen Giovanni kämpfen. Und dann Frieda? Jasmin oder Sabrina ist mir... Ne, ist mir nicht egal. Ich will nicht gegen Sabrina kämpfen. Gegen Sabrina habe ich absolut nichts, was wirklich was ausrichten kann. Gegen Jasmin habe ich eigentlich Shell, Kuhn und Dings, Changmyeong Smiley, also alle drei Pokémon. Aber jetzt geht es erst einmal in den Kampf gegen Giovanni. Ich bin wie gesagt richtig froh, dass wir gegen ihn kämpfen können. Denn er ist irgendwie was Besonderes. Er ist immer ein Team Rocket Anführer oder war es zumindest mal. Arena Leiter war er auch mal. Also er ist und war alles Mögliche. Und er kommt in ziemlich vielen Generationen vor, also in Pokémon Rot, Blau, Gelb, Grün kommt er vor. Yes!
Ah, sehr schön. Ich glaube, der Volltreffer war ausschlaggebend. Mal schauen, ob wir... Mist. Gut, jetzt ist die Frage, soll ich Kuhn reinchecken und dann einfach mal ein bisschen Sword-Dancen oder wie soll ich es machen? Puh, schwere Entscheidung. Nee, ich schick lieber Shell rein und hoffe mal darauf, dass Shell einen Wutanfall aushalten kann. Soll es eigentlich schon können, oder? Komm schon, Shell, ich glaube an dich. Ich glaube ganz fest an dich. Ich drücke die Daumen. Und yes, ohne Probleme. Und Eisstrahl sollte ohne Probleme ein One-Hit-KO werden, denn Knackkrack ist ja vom Typ Boden und Drachen. Das heißt, es hat eine vierfache Schwäche auf Eisattacken. Puh, sehr gut. Als nächstes Hippowdon. Gut gegen Hippowdon. Ja, haben wir eigentlich eine ganz gute Wahl mit Shell. Also setzen wir hier einfach mal Surf ein. Sollte auf jeden Fall mehr als die Hälfte wegziehen. Hoffe ich zumindest. Mal schauen. Yes, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vielleicht halten wir auch eine Attacke von Hippowdon aus. Hippo, bitte besieg mich nicht, Herr Hippo. Nee, leider nicht. Gut, Erdbeben war ein bisschen zu stark für uns, aber kein Problem. Kuhn kann das locker schaffen. Er wird zwar kein Erdbeben aushalten, aber wir sollten schneller sein als das kleine Hippo. Und Nahkampf sollte auf jeden Fall reichen, um es zu besiegen. Puh, sehr schön. Damit haben wir Numero Duo besiegt. Giovanni, wie gesagt, ich finde es richtig cool, dass wir gegen Giovanni kämpfen und nicht gegen Sandra. Und jetzt mal schauen. Hoffentlich gegen Jasmin. Bitte, bitte Jasmin. Ich habe Changwon und Smiley Drachenzahn gegeben und noch kein einziges Mal eingesetzt. Yes. Okay, gegen Jasmin haben wir sogar eine richtig... Ich glaube... Nee, ich will es jetzt nicht... Ich will jetzt nicht sagen, denn sonst verliere ich noch. Aber ich sag mal so, es ist nicht die schlechteste Wahl, gegen Jasmin zu kämpfen. Und wie gesagt, man kann hier auch durchaus Pech haben, weil wenn ich zum Beispiel gegen Sabrina, da habe ich halt keine einzige Attacke, die sehr effektiv ist gegen ihr Pokémon. Und was will ich da ausrichten? Gar nichts. Ich kann gar nichts ausrichten. Also ist Jasmin auf jeden Fall, das kann man schon mal sagen, die bessere Wahl. Nichtsdestotrotz dürfen wir sie auf gar keinen Fall unterschätzen. Sie fängt mit dem Staldos an. Ne, nicht Staldos, sondern Stolos. Oder? Onix? Ja, egal. Mit ihrem Pokémon fängt sie halt an. Wir setzen erstmal Drachentanz ein. Und hoffen darauf, dass es uns... Ja, okay. Moment. Haben wir schon mal gegen Jasmin gekämpft? Ich weiß es nicht. Moment, wenn Jasmin jetzt Panzer Aeron dabei hat, dann sind wir... Also ich habe das Gefühl, dass wir gegen Jasmin schon mal gekämpft haben, oder? Und es hatte einen Panzer Aeron dabei. Das ist no good. Panzer Aeron ist no good. Gut, noch ein Drachentanz. Und dann müssen wir eigentlich schon in die Vollen gehen. Denn wenn er uns dann angreift, dann... Oh, Tarnstein. Okay. Das heißt, für uns auf jeden Fall angreifen, denn wir dürfen es nicht riskieren, dass er noch einen Zug irgendwie Fluch einsetzt oder... Okay, jetzt hat er Fluch eingesetzt. Jetzt müssen wir eigentlich mehr oder weniger darauf hoffen, dass wir es mit dem nächsten Erdbeben besiegen können. Komm schon, sollte klappen. Wenn's gut läuft, klappt's. Yes! Gut, Nummer 1 ist besiegt. Wir haben 3 Drachentänze, oder? Ach, kein Problem, Prostelka. Greifen wir auch mit Erdbeben an. Sollte auf jeden Fall zumindest ein Two-Hit-KO werden. Es hat immerhin noch Robustheit und deswegen, okay. Auch ohne Robustheit hätte es die Attacke ausgehalten. Aber zero Problemo. Wir werden. Ich glaube, wir werden gewinnen. Schauen wir mal, ob es auch dazu kommt. Puh, ach übrigens um den World... Oh no. Ah. Er hat kein Air Balloon, das heißt Erdbeben wird ein One-Hit-KO, wenn er nicht Robustheit hat. Und?
Yes, sehr schön. Ja, yeah. Also der World Cup ist auf jeden Fall ein harter Cup. Also das World Tournament, das heißt nicht World Cup, sondern World Tournament, ist auf jeden Fall eine harte Angelegenheit und die solltet ihr nicht unterschätzen. Wir haben es jetzt zum Glück geschafft. Puh, ich bin richtig froh darüber, muss ich mal sagen. Und im nächsten Part geht's dann, glaube ich, mit dem härtesten aller Cups weiter. Ah, 6 BP. Ah, das sieht man gerne, das sieht man sehr gerne. Und wenn wir 9 weitere Mal diesen World Cup oder dieses World Tournament schaffen, können wir den nächsten Cup freischalten. Welcher das ist, werden wir im nächsten Part sehen. Hier seht ihr unsere Statistik. Hier World und so weiter. Ja. You know what I mean, eh? Wir sehen uns im nächsten Part. Schaltet auf jeden Fall wieder rein. Denn da geht's so richtig zur Sache. Also so richtig, richtig zur Sache. Bis dahin, Leute. Man sieht sich. Schönen Tag noch und tschüss.